Herzlich willkommen zu einem neuen Video-Tutorial. Heute zu der neuen Browser-Erweiterung Lean Library. Lean Library ist ein kostenloses, datenschutzkonformes Browser-Plugin. Sie finden es auf der UB-Webseite unter Literatursuche Lean Library. Einmal installiert, leitet es Sie auf die digitalen Inhalte der Bibliotheken der Freien Universität. Auf leanlibrary.com Installation geklickt, kommen Sie auf die Page zu Lean Library. Hier klicken Sie auf Add to Firefox oder den Browser, den Sie gerne verwenden. Bitte hier noch einmal bestätigen und auf Hinzufügen klicken. Lean Library wurde hinzugefügt. Hier wählen Sie aus, ob Sie die Ausführung auch im privaten Fenster zulassen möchten. Wichtig ist, dass Sie die Institution Freie Universität eingeben, damit Lean Library dies zuordnen kann. Und schon können Sie die Recherche starten. Lean Library bietet nun Volltextversionen überall da an, wo der Zugriff entweder durch die Freie Universität besteht oder, falls es Open Access Zugriffe gibt, werden diese ebenfalls angezeigt. Hier am Beispiel von The New Yorker. Wir suchen via Google. Hier sehen Sie bereits ein F als Indikator, dass die Freie Universität Volltextzugriffe hat. Auch sehr gut in dem kleinen Primo-Fenster zu sehen. Hier können Sie entweder direkt zu Primo wechseln oder einfach auf The New Yorker klicken. Auch hier zeigt Ihnen Lean Library die Verfügbarkeit an. Dies führt beim Recherchieren zu Zeitersparnissen. Man kann schneller und effizienter auf relevante Ressourcen zugreifen. Das sieht man besonders bei unserem nächsten Beispiel. Die renommierte Fachdatenbank JSTOR. Hier wird direkt sichtbar, dass wir einen Volltextzugriff haben. Sie sparen mit Lean Library Zeit und können unsere Sammlungen schneller und besser und effizienter nutzen. Ihre Recherchen in Google, Google Scholar, Wikipedia, Amazon und so weiter werden so um einiges einfacher, da Sie direkt sehen, ob es Volltextzugriffe gibt oder nicht. Mit wenigen Klicks ist Lean Library installiert. Wir wünschen viel Spaß bei der Nutzung. Vielen Dank für Ihr Interesse.